Ja, genau. No. So wie früher. Hör mal, wer Frauennamen sagen, so wie früher. Mathilda. Die ewig alte. Wir spielen noch, oder? Ja. Wiedermacher-Klassentreffen im Wedding. Abbruchklasse 1998. Desaster Sarah Naiva und Namen die Pausmusik. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Wir fangen schon mal an zu spielen. Lasst euch nicht vom Rauchen abhalten. Denn um 10, Viertel nach 10 ist hier schon wieder Zappenstreich. Und deswegen hauen wir rein. Schön, dass wir hier sind auf unserer niemals enden wollenden Release-Tour des neuen Albums Ermahnung und Erbauung. Vielen Dank an Sarah Naiva und Desaster. Und jetzt kommt die dritte Halbzeit und danach treffen wir uns an der Bar. Seid ihr da? Morgen das gleiche im Archiv in Potsdam. Nimm 2, zahl 3. Ihr könnt euch jetzt schon das Ticket für morgen sichern. Dann geht's weiter in die nächste Runde. Aber heute bleiben wir im Wedding und da erzählen wir euch folgende kleine Kiez-Anekdote. Für alle Dazugezogenen, alle Neu-Weddingerinnen und Weddinger, mitschreiben, jetzt kommt Geschichtsunterricht. 1920 bist du gegründet. See?
Mitte. Scheiß auf Friedrichshain. Der Ding wird immer unser sein. Die uns erzählen, die Pausen mag Papiere sind schneller in den Keller, 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 Keller. Hallo, ihr Enttäuschten, ihr, die da sagen, das Leben ist so, wie ist es nicht mehr zu ertragen. Was macht ihr eigentlich für eine Schnute? Macht's wie wir, wir sehen nur das Gute, die Freundschaft, der Friede, die Harmonie. Viele tolle Abende gefeiert. Umso mehr freuen wir uns, wieder hier sein zu dürfen im Mastul zum ersten Klassentreffen des Liedermacher-Kollektivs von Disaster, Sarah Naiva. Morgen noch aufgefrischt und aufgehellt durch Story-Modus. Und es ist toll und gibt dem Werk, was wir gemacht haben, einen ganz neuen Touch. Und deswegen spielen wir euch einen neuen Song vom neuen Album. Das ist mein Lieblingssong, der heißt Ein fauler Kompromiss und betrifft uns alle mehr oder weniger direkt. Thank you.
der Welt gemeint mich nicht. Ich schau auf mich, nicht ins Gesicht. Was kümmert mich der Rest der Welt? Ich mach nur, was mir gefällt. Hurra, hurra, hurra. Lassen wir uns richtig gehen, wird morgen hier kein Baum mehr stehen. Hurra. Solange ich es mir leisten kann, stell ich mich wieder vorne an. Hurra, hurra, hurra. Denn erst komm ich, dann lange nichts. Und Selbstbetrug wird jetzt zur Pflicht. Hurra, hurra, hurra. Wir drehen jetzt die Uhr zurück, damit es niemals morgen wird. Hurra. Ein Baum da stehen, hurra, ein fauler Kompromiss. Der Gott heißt Geld, die Kirche Web, Ted sagt seit Jahren, so ein Dreck. Hurra, hurra, hurra. Der Mensch, das ewig dumme Tier, wird irgendwann sich selbst zerstören. Hurra, hurra, hurra. Denn Fressen, Saufen, Haben, das werden wir noch mal bereuen. Hurra, hurra, ah, hurra. Lassen wir uns richtig gehen, wird morgen kein Baum mehr stehen. Hurra, ein fauler kommt jeder das, was er verdient. Hurra, hurra, ah, hurra. Lassen wir uns richtig gehen, wird morgen kein Baum mehr stehen. Hurra, ein fauler Kompromiss. Ich hab keine Angst vom Fegefeuer, der Einzelplatz war extra teuer. Hurra, hurra, hurra. Schutz, Nachhaltigkeit, was wäre das für eine Zeit? Hurra, hurra, hurra. Und unsere Enkel wissen dann von uns als Erbe Untergang. Hurra, hurra, hurra. Lassen wir uns richtig gehen, wird morgen hier kein Baum mehr stehen. Hurra, ein fauler Kompromiss. Hurra, ein fauler Kompromiss. Das nächste Lied soll ein Touristenguide sein für viele Freunde von außerhalb, die mich im Wedding besuchen kommen. Sagen, Larry, was kann man erleben? Ich sage, ich wohne im Sprengelkiez und müssen uns nicht wegbewegen, um eine geile Zeit zu haben. Hab das Lied geschrieben und danach fiel mir auf, die Hälfte der Kneipen gibt's gar nicht und die Orte, die ich da aufzähle, wecken traurige Erinnerungen bei mir an früher und nicht wie geil es jetzt ist. Trotzdem, dieses Lied heißt Sprengelkiez und es ist deswegen ein trauriges Heimatlied. Auch das muss einem linksmotiviert aufgeklärten Liedermachern erlaubt sein, ein trauriges, kritisches Heimatlied zu performen. Und wir versuchen das, Sprengelkiez. Willkommen Sprengelkiez, willkommen bei mir daheim. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Alle sind willkommen und keiner ist allein. Sprengelkiez im Wedding, so soll es immer sein. Mm.
gehen am Punkestrand, Yoga-Studio und Trinker-Eck. Wedding bleibt hart, Sprengel-Kids fight back. Träume auf grau-schwarzem Beton in der Milchberg-Galerie. Spielen sie unseren Song bei Beki. Am Späti machen wir die Nacht zum Tag. Am Kickertisch und Schlagbar. Wedding bleibt hart auf dem Sparplatz. Tischtennis und mit der Zukunft spielen und im Ufercafé wieder jedes Maß verlieren. Ab durch den Kiez und ab durch die Nacht. Wedding, du hast mich um den Schlaf gebracht. Wow! Doch was gestern war, interessiert heute nicht mehr. Aus Verkaufsspekulation und das Milchmeer bleibt leer. Die Leute von heute sind schon lang nicht mehr da. Und wo wirst du sein in ein paar Jahren? Und begründet haben wir die ganze Religion mit Judith und Jay. Und deswegen darf Judith nochmal bitte zu uns kommen. Und es war eine tolle Zeit. Wir waren damals pleite als Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler. Das Mastul war unsere zweite Heimat, unser Wohnzimmer. Es war eine wunderbare Zeit, aber die Familie, die Mäuler, ist immer noch pleite. Die Familie ist gewachsen und die Ansprüche leider auch. Und deswegen haben wir eine Religionsgemeinschaft gegründet, die des Lariismus. Und ich kann nicht sagen, Judith als erste Prophetin, wir waren ein tolles Team damals. Genau, ich würde auch. Ja, das ist ein gutes Ding geworden mit der Religion und so. Und seitdem keine Konzerte mehr, sondern Gottesdienste, Andachten. Im Rahmen des Lariismus, ja. Und wir spielen ein Lied, ein Friedenslied des Lariismus. Glaub in den Lariismus, er ist sehr, sehr gut. Eine Religion für Verlierer wie dich und mich. Auf drei Säulen ruht der Lariismus. Die heißen Liebe, Schnaps und Revolution. Und wir sind nett zu anderen. Deswegen spielen wir dieses Lied aus dieser Zeit. Das heißt, lebensbejahend. Nicht so wie du. Ja. Ich bin keiner von Fußballtalent. Ich bin einer, der gern ausschläft, der sein Bäcker verpennt. Bin ein Nichtsnutz, ein Hallodri, manchmal Schurke, manchmal Schuft. Doch wenn ich so wie du wär, ey, da spreng ich in die Luft. Ich bin blöd, ich bin faul, das weiß ich ganz genau. Doch es gibt etwas, auf das ich trotzdem bau. Ich begründ den Lariismus, werde Guru im Nu. Eins weiß ich genau, ich werde nicht so wie du, nicht so wie du, nicht so wie
mich selbst gar nicht leiden. Und was ich noch weniger mag, ist sich mit dir zu streiten. Ich hab ein weiches Herz und manchmal scharfe Zähne. Ist das Liebe, Ruhe, Friede, wonach ich mich so sehne? Du denkst nur an dein Land, dein Blick auf diese Welt. Oh, du willst alternativ, Angrenzung ist das, was zählt. Du redest von guten Menschen, Überfremdung im Nu. Einmal bloß die Fresse, denn wenn ich ist nicht so wie du. Meine Füße, die riechen, wenn ich abends zu viel trinke, muss ich morgens da kriechen. Ich bin bockig, bin zickig, 0 auf 100 im Nu. Alles halb so schlimm, wichtig ist nicht so wie du. Jetzt geh ich auf die Bühne, der Applaus scheint uns gnädig. Ich beleidige mein Vater, Totenstille, ach wie dämlich. Ich hoffe noch auf Beifall und dann hören wir nur Buh. Mir doch egal, wichtig ist nicht so wie du. So wie du. So wie du. So wie du. Wollen wir nicht sein. So wie du. So wie du. So wie du. Wollen wir nicht sein. Ob du dich rasierst oder lang und offen trägst, es geht mich auch nichts an, ob du glaubst und an was. Nimmst du keine Drogen oder rauchst du legal Gras? Dein Leben ist grad geil, ganz egal, was du draus machst. Drum lass dir nichts erzählen, du kriegst Terror und Hass. Sei auf der Sonnenseite und feiert das Leben und vergisst niemals dich auf der Stelle zu treten, so wie wir. Nee, so wie wir hier auf der Bühne, nee, so wie wir hier auswendig wollen die Desire. Nee, so wie wir, nee, so wie wir. So wie die. 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 Jude, deine Stimme! Das nächste Lied ist ein neues Stück von der neuen Platte und ist aus der Kategorie Alp. Es war eigentlich ein Albtraum, den ich eines Morgens hatte, aufgewacht bin, mich geschüttelt habe. Und es ist so, die besten Texte schreibe ich und weiß sie nicht am nächsten Morgen, weil ich sie vor dem Schlafengehen mir erdenke und dann aber nicht aufschreibe. Und anders mit diesem Song, den habe ich mir gar nicht erdacht, der kam zu mir. Es war aus Kategorie Albtraum. Mittlerweile wird der Traum allerdings immer mehr zur Realität und damit bleibt er ein Alp. Und ich bin jetzt nicht so mit Alpen und so bewandert, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn das Alp ist, da möchte ich nicht in die Nähe davon. Das heißt, Haus brennt. Wir haben ein wunderbares Video gemacht, genauso wie zu Sprengelkiez. Der Klaus Kick immer filmt, der freundlich die Kamera schwenkt und immer gerne nicht beobachtet werden will bei seiner Arbeit. Da geht noch ein Saallicht an dafür, sehr gut. Der hat ein Video gemacht zu Sprengelkiez, der hat ein Video zu Haus brennt gemacht. Schaut es euch mal an, echter Maskenball. Starke Männer mit Hanteln, schöne Menschen und wir sind auch mit dabei. Und, ist toll. Und das ist der Song. Thank you.
Kindergarten. Ich wär so gern woanders, ich wär so gern bei dir, denn das Haus brennt. Im Netz gibt's Sonderangebote, Millionen Klimatote und der Wasserhahn kotzt heut. Giftige Lauge, Leichen kreischen im Keller, im Kreis immer schneller, an den Abgrund getanzt, mit offenen Augen, denn das Haus brennt, Haus brennt. Doch wir feiern fröhlich weiter, motzen auf die Politik. Irgendwer predigt von Fressen und Moral. Doch uns ist heute mal wieder alles egal. Mit Soße vermischt Rock der Wein uns vom Kinn. Wenn ihr alles ist im Arsch, such ich auch nicht nach dem Sinn. Kommt zusammen, reicht euch die Hände, liebe Leute, so wie's aussieht. Gibt's kein Morgen nach dem Heute, denn das Haus brennt. Wo ich auch hinsehe, ist nicht besser. Kampf aufs Messer und das Mittelmeer ist ein Riesenmassengrab und wir halten uns ran. Jeder kraft, was sie kann, mit Augen voll Panik, die Böschung hinab. In den Meeren, auf den Feldern, in den Städten und den Wäldern lauert der Tod, das ist kein Gift, keine Lappalie. Vor dem Haus, im Garten, liegen überall vergraben Gift mit Plastik, Schrott und diverse Chemikalien. Denn es Haus brennt, Haus brennt. Auf die Politik, irgendwer predigt von Fressen und Moral. Doch uns ist heute mal wieder alles egal. Mit Soße vermischt Rock der Wein uns vom Kinn. Wenn ihr alles im Arsch ist, such ich auch nicht nach dem Sinn. Kommt zusammen, reicht euch die Hände, liebe Leute, so wie's aussieht. Gibt's kein Morgen nach dem Heute, noch eine Sache. Unschuldig, wir sind alle angezählt und was kommt, wissen wir auch. Panikknoten im Bauch und wenn der Arsch aufgrund des Geld wird AfD gewählt. Denn der Arsch brennt, Arsch brennt. Falls ihr noch Hoffnung vermutet, der Song wendet sich zum Guten. Tut mir leid, liebe Leute, da muss ich euch enttäuschen. Die ganze Welt müsste sich ändern und das nicht nur an den Rändern. Und das wird wohl nichts mehr, nee, das ganze Haus brennt. Denn das Haus brennt, Haus brennt. Unser Haus brennt, ertrinkt, verhungert und erstickt. Doch wir feiern völlig weiter, motzen auf die Politik. Irgendwer predigt von Fressen und Moral. Doch uns ist heute mal wieder alles egal. Mit Soße vermischt Rock der Wein uns vom Bild. Wenn ihr alles im Arsch ist, such ich auch nicht nach dem Sinn. Kommt zusammen, reicht euch die Hände, liebe Leute, so wie's aussieht.
einer meiner Lieblingslieder machenden Ralf Möbius hat schon früh gesungen, wenn die Nacht am tiefsten ist, dann ist der Tag am nächsten. Und diese Zeile von Rio Reiser, die hat mich schon über sehr viele dunkle Stunden und Regenwolken und Gewitter getragen. Und irgendwann, als dieser Regen vorbei war und der Regenbogen und die Sonne so schön aufging wie nie, ist dieses Lied raus geworden. Das steht in direkter Tradition. Liebe Grüße gehen raus an Ralf Möbius und all die Lieder machen, denen die von oben zugucken und sich echt ärgern, dass sie uns nicht auf die Finger hauen können. Aber so ist es. Wir sitzen hier noch in der Schule. Die da oben haben es schon geschafft. Dieses Stück heißt Morgenrot und ist ein positives Lied. Endlich mal ein Sieg. Ja, also ist schon 10 Applaus wert, wenn ihr mich fragt. Es ist nicht cool. Der Rechtsruck der Gesellschaft ist es cool. Wie viel, wenn wir wollen, selbst schaffen, ist nicht cool. Dich bei Energie zu sehen, es ist cool, als letztes an der Bar zu stehen. Es ist nicht cool, antwortest du auf Angst mit Hohn, es ist cool. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, es ist nicht cool. Ruhestörung in der Nacht, ich hab immer's Tool schon, die lauteste Musik. Schlupfloch Politik, es ist cool. Wenn ich gleich zwei mir runterkippe, es ist nicht cool. Nach Schneckenschlange zu stehen, es ist cool. Erst nach 12 ins Bett zu gehen, es ist nicht cool. Plastikmüll, es ist cool. Wenn ihr dieses Lied mir brüllt, es ist nicht cool. Verwertungslogik, Marktwirtschaft, wir machen unser Ding ab jetzt mit eigener Kraft. Thank you.
gekommen, da ging's ihm aber schlecht. Da hat ihn seine Olle jetzt mörderisch verdrescht. Ne volle halbe Stunde hat sie auf ihn gespielt. Da hat er 80 Bolle, ganz köstlich haben sie. Auf die Schienen der Kleinbahn drauf gelegt. Die Kleinbahn hat Verspätung von 14 Tagen drauf. Da fand man unseren Bolle als Dörrgemüse auf. Da fand man unseren Bolle als Dörrgemüse auf. Und Bolle wird begraben in einer alten Kiste. Der Pfarrer sagte Amen und warf ihn auf den Mist. Die Leute klatschten Beifall und gingen danach raus. Oh. Und nun ist die Geschichte von unserem Bolle aus. Und nun ist die Geschichte von unserem Bolle aus. Aus, aus. Endlich mal Hochkultur im NLP-Programm, oder? Kundenbefragung sagen, mehr Hochkultur im NLP-Programm. Ich nehme das so mit ins nächste Plenum, es wird abgebügelt werden, aber bestimmt zwei Bier Diskussionen geben. Ich danke euch. Wir kommen zum letzten Lied und da wollen wir nochmal die Judith auf die Bühne bitten. Das ist quasi unser Chanson. Ich erzähle euch die Geschichte, weil doch ein paar neue Gesichter heute unter euch sind. Es hat sich zugetragen auf einem wunderbaren Festival. Es nennt sich Folklorum auf der Kulturinsel Einsiedel. Fahrt dahin, auch ohne Festival. Ein wunderbarer Ort und da haben wir quasi gespielt zwischen Parkplatz und Festivalgelände, wo die Menschen quasi nüchtern oder besoffen, je nach Richtung, an einem vorbeikommen. Wir haben unsere Lieder gespielt, eben jenes, was wir jetzt spielen. Und da kam ein Mann, ihr erinnert euch noch dran, ein Mann mit großem Schlangenlederkoffer an und sagte genau dem Lied, ey Larry, der Text ist total scheiße, aber die Melodien, die drei Akkorde, die will ich haben. Und öffnete den Koffer, er war voller Geld. Und sagte, du darfst dieses Lied nicht mehr spielen, ich bin irgendwie Produzent für irgendjemand großen, Helene Fischer oder ich weiß nicht, Scorpions vielleicht auch. Auf jeden Fall, spiel jetzt von wie das alles deins. Ich gucke auf den Boden, ich hatte noch ein halb volles Bier, in der Tasche mein Tabak und sage, nee, du, ich habe alles, was ich brauche. Ich mag die drei Akkorde, die merke ich mir irgendwie, sind schon so lange in meinem Kopf, die gehen dann nicht mehr raus, egal, was ich in den Kopf sonst noch so rein tue. Und brauche ich nicht, gehe zu meiner Familie und sage, ey, euer Papa ist ein echter Antikapitalist, Überzeugungstäter. Meine Frau watscht mir erstmal und sagt, das Geld hätten wir gut gebrauchen können für die Rechnung und den Sprit und alles. Dann gehe ich zu meiner Band und sage, Leute, wir sind echt eine linke Kampftruppe und keine Kleinkunstscheiße hier, Hippie-Kacke. Ich habe es den allen gezeigt und die Band haut mir und sagt, Mensch, die Gitarrenseiten und der Verstärker und du wolltest auch immer und also wie man es macht, macht man es falsch, aber dieses Lied ist geblieben. Seitdem spiele ich dieses Lied mit Inbrunst und ich fordere euch jetzt auf, gemeinsam mit mir und uns aus den Abend zu singen. Es war ein wunderbarer Abend, der Auftakt des Klassentreffen, der Abbruchklasse Liedermaching, alle ungenügend erfolgreich mit dieser Klasse entfernt worden und ich freue mich auf morgen, da gibt es einen zweiten Teil mit Story-Modus und Sarah Naiva, heute mit Desaster. Ich hoffe, wir sehen uns in Potsdam und meine Stimme kommt auch mit. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt heute Abend noch. Und wir sehen uns zum dritten Halbzeit an der Bar. Das Mastul freut sich. Wenn ihr es noch nicht getan habt, steht vorne ein Spendenhut. Tut da was rein, dass wir den Sprit wieder zurückkommen müssen. Es muss kein Schlangenlederkoffer sein, aber irgendwas dazwischen. Ja, war schon ein bisschen geil, ja. Und jetzt brauchen wir erstmal alle eure Stimmen. Lasst uns erheben zum Lobgesang des Larryismus. Zum Abgesang auch ein Stück weit. Zum positiven Abgesang. Aber Lobgesang klingt, bleiben wir bei Lobgesang. Zum Schluss ein Lobgesang des Larryismus. Wir müssen die Jungs nur nehmen, keine Angst vor Mord.
ja da 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 da. Ihr seid Millionen wert. Ja da da, ja da da, ja ja ja. Ich gehe gern ins Mastur und ich rette da die Welt. Ich tue manche Dinge schon nicht auf seine Geld. Ich schwinge große Reden und habe Folgen nach Folge meinem Herzen und ich folge meinem Baum. Und der will zaugen, der will leben, will leben. Das erste Mal, er will leben, ja leben. Das erste Mal, er macht es. Klatsch für die Menschen von Mastul hier. Das ist ein wunderbarer Verein, der euch schon für wenig Kohle sehr lange Zeit sehr geile Veranstaltungen liefert. Nehmt noch ein Bier oder ein Getränk von der Bar, wenn es euch zusagt, und wenn ihr es könnt, gebt reichlich Trinkgeld. Dann freuen sich die Menschen nicht privat, sondern dass dieser Raum hier erhalten wird. Wir schicken liebe Grüße ins Schlafzimmer, hoffentlich war das okay, von Lautstärke und Länge des Konzertes. Vielen Dank, dass diese Kultur aufgeht und alle Menschen von Mastul. Oder wir einen fetten Applaus raus an Sascha und die Jungs von Disaster und Sarah Naima mit ihrer Band. Ich freue mich auf ein, zwei kühle Getränke an der Bar und morgen ist Konzert in Potsdam. Mit oder ohne Stimme, wir rocken die Scheiße. Und jetzt habe ich die Ehre, den Bernd des heutigen Abend vorstellen zu dürfen, die auf großer Release-Tour ist. Sie hat uns musikalisch so lange begleitet. Sie ist eine tragende Stimme aus dem Wedding, aber sie hilft Menschen nicht nur abends bei Konzerten, sondern auch hauptberuflich. Und deswegen ist sie nur manchmal da und wir freuen uns sehr, wenn sie da ist. Macht mal Applaus für die Stimme aus dem Wedding, das ist Judith! Er ist heute Morgen mit dem Auto aus Lübeck losgefahren. Wenn es schlecht läuft mit der Kohle, dann bleibt er hier. Wir würden ihn aber gerne wieder zur Familie rüberbringen nach Lübeck. Das liegt auch an euch. Er hat als Kind den Metronom verschluckt. Und seitdem kann er nicht anders, als uns den Takt zu geben. Begrüßen Sie bitte mit mir Mimi aus Lübeck. Wir sind gewerkschaftlich organisiert in der Gewerkschaft Ton und Bild. Wir mussten einen Ältestenrat gründen. Es war nicht schwer zu überlegen, wer diese Aufgabe über die Stirn bekommt. Er ist solo unterwegs als andererseits. Er ist der Hofkapellmeister des Lariismus und treue zweite Stimme und Texter dieser Band. Das ist der Ted! Und der Chef von der Ganze, der Weddingplaner. Wir aus dem der Lari! Ja, da, da, ja, da, 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 ja, da, da, ja, da, da, letzte Strophe, das jetzt ist immer endlich, die Zukunft wird es nicht. Dir das jetzt zu sagen, ist für mich die Therapie. Lass mich dich nochmal schmecken und dann hör mir ganz kurz zu. Dann kehre einmal in dich, was du findest, das bist du. Und du willst leben, als wär's das erste Mal. Du willst leben, ja leben, als wär's das erste Mal. Jetzt seid ihr dran, Männerchor, halbe Lunge.
Darmstadt Doppelherz. Wir brauchen euch, singt uns aus diesem Abend heraus. Ja, sehr gut, perfekt, schnell danke. Ja, da, da, ja, da, 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 da. Ja, da, da, ja, da, da, yo, 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 yo. Ja, da, da, ja, da, 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 da. Yo, 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 yo